Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir von der Linken müssen ja leider immer oder häufig nach der AfD reden. Und deshalb muss man immer, bevor man zum Thema kommen kann, etwas richtigstellen. Die AfD redet über die Lohnprobleme, schreibt das der Zuwanderung in unsere Stadt zu und im nächsten Atemzug redet sie von Investorenfreundlichkeit und redet gegen den gesetzlichen Mindestlohn. Mein Vater ist mit 17 Jahren zum Arbeiten nach Deutschland gekommen und dann ist er Gewerkschafter geworden. Und deswegen, glaube ich, sind die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland das geringste Problem in dieser Stadt. Und zumindest ist deutlich geworden, die AfD stellt sich gegen alle arbeitenden Menschen hier, egal welchen Pass sie in der Tasche haben. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen wir das, kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Die Koalition will den Landesmindestlohn auf 13 Euro brutto pro Stunde erhöhen. Das ist eine gute Sache. Unsere Arbeitssenatorin Katja Kipping hält Wort. Wir setzen ein weiteres Stück von unserem Grundsatz um, öffentliches Geld nur für gute Arbeit. Konkret bedeutet das, keine Arbeitnehmerin, die direkt oder indirekt mit Geld aus unserem Haushalt bezahlt wird, darf einen Lohn von weniger als 13 Euro pro Stunde bekommen. Weil wenn sie weniger bekommt, kann sie die Miete nicht zahlen, kann sie ihren Kühlschrank nicht vollmachen und ganz zu schweigen von all den anderen Sachen, die das Leben lebenswert machen, die kann sie sich auch nicht leisten. Und deswegen ist das unakzeptabel und deswegen sagen wir, überall dort, wo die öffentliche Hand die Arbeitsbedingungen direkt oder indirekt beeinflussen kann, müssen wir dafür sorgen, dass jeder von seiner Hände Arbeit leben kann. Völlig egal, welchen Pass er in der Tasche hat. Und deswegen ist die Erhöhung des Landesmindestlohns richtig und dringend geboten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Erhöhung ist übrigens auch eine Maßnahme gegen Altersarmut, denn nur wenn ich vernünftig verdiene, kann ich auch vernünftig in die Rentenkasse einzahlen und habe dann am Ende des Arbeitslebens auch eine Rente oberhalb der Armutsgrenze und rutsche nicht in die Grundsicherung im Alter. Wer profitiert von der Erhöhung des Landesmindestlohns? Für wen gilt der eigentlich? Natürlich erstmal alle direkten Beschäftigten des Landes Berlins und alle Beschäftigten der Unternehmen, an denen das Land Berlin direkt beteiligt ist. Übrigens, diese Kolleginnen und Kollegen, die werden inzwischen alle nach Paris bezahlt. Das ist auch nicht schon immer so. Das ist in den letzten Jahren erreicht worden bzw. erkämpft worden in diesen Betrieben. Und deswegen bekommen die sowieso mehr als 13 Euro. Aber tatsächlich auswirken wird sich die Erhöhung des Landesmindestlohns zum Beispiel bei den sogenannten Zuwendungsempfängern. Wer sind das? Das sind zum Beispiel Unternehmen, die Wirtschaftsförderung bekommen. Auch dort gilt natürlich der Landesmindestlohn. Am stärksten wird sich die Erhöhung des Landesmindestlohns dort auswirken, in den privaten Einrichtungen der sozialen Infrastruktur. Das sind zum Beispiel freie Träger, die einen Jugendclub betreiben, die eine Senioreneinrichtung betreiben oder eine Schuldnerberatung. Und die Menschen, die dort arbeiten, die helfen oft unter schwierigsten Bedingungen den Menschen in der Stadt, die es am dringendsten brauchen, diese Hilfe. Und deswegen haben sie es verdient, dass sie anständig bezahlt werden. Und deswegen kommt bei der Erhöhung des Landesmindestlohns jeder Cent genau an der richtigen Stelle an. Klar ist aber auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Menschen, von denen ich gesprochen habe, die jeden Tag unverzichtbare Arbeit für unsere Stadt leisten, die haben eigentlich noch viel mehr als 13 Euro verdient. Und deshalb ist der Mindestlohn, das hat der Kollege Sven Meyer völlig richtig dargestellt, deswegen ist der Mindestlohn nur eine vorübergehende Krücke, eine absolute Untergrenze. Unser Ziel muss es sein, dass der Mindestlohn überflüssig wird und dass alle Beschäftigten im Verantwortungsbereich des Landes Berlins nach einem anständigen Tarifvertrag bezahlt werden. Und deshalb haben wir in der Koalition vereinbart, dass alle sozialen Träger, sowohl im Zuwendungs- als auch im Leistungsbereich, finanziell in die Lage versetzt und dazu verpflichtet werden sollen, ihre Leute nach Tarif zu bezahlen. Und deshalb muss auch bei der öffentlichen Auftragsvergabe, das hat der Kollege Christoph Wappler richtig dargestellt, auch bei der öffentlichen Auftragsvergabe muss die Tariftreueklausel endlich in Kraft gesetzt werden. Es ist unerträglich, dass das so lange dauert. Um die Tarifbindung zu erhöhen, schlagen wir als Linke außerdem vor, dass bei dem Neustartprogramm für die Berliner Wirtschaft die Bezahlung nach Tarif vorgegeben wird. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wo mir der Hut hochgeht, muss ich sagen, ist, wenn ich höre, wir dürfen doch die Unternehmen nicht noch zusätzlich belasten, weil die leiden doch schon so unter der Corona-Pandemie. Das ist richtig, viele Unternehmen leiden unter der Pandemie, deswegen haben wir auch Milliarden
richtigerweise an Corona-Hilfe ausgezahlt. Aber eins ist auch klar, diejenigen, die am meisten unter der Pandemie leisten, die die wirtschaftliche Hauptlast der Pandemie tragen, sind doch die arbeitenden Menschen in unserer Stadt. Die sind teilweise seit vielen Monaten in Kurzarbeit. Die verlieren ein Drittel ihres Einkommens. Die haben zusätzliche Belastungen zu Hause, weil sie die Kinder betreuen, weil die Kitas zu sind und die Schulen. Und ich habe vorhin von den Menschen gesprochen, die bei den sozialen Trägern arbeiten. Diese Beschäftigten sehen doch jeden Tag die Verwerfungen der Pandemie und müssen darauf Antworten geben. Und deswegen haben diese Menschen jetzt unsere Unterstützung verdient. Und deswegen müssen wir diesen Menschen beistehen mit der Erhöhung des Landesmindestlohns und mit der Durchsetzung der Tariftreue, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wo mir auch ein bisschen der Hut hochgeht, ist, wenn ich höre, dass die Erhöhung des Landesmindestlohns oder die Tariftreue die Unternehmen vor unüberwindbare bürokratische Hürden stelle. Ja, so als ob die Unternehmen im Moment nur nach Einheitslohngruppe bezahlen und als ob ihre zusätzliche Lohngruppe durch den Tarifvertrag oder durch den Mindestlohn die Lohnbuchhaltung an den Rand des Zusammenbruchs bringt. Das ist Quatsch. Jedes, auch das kleinste Unternehmen, hat unterschiedliche Bezahlung für unterschiedliche Mitarbeiter und für unterschiedliche Tätigkeiten. Und deswegen bringt die Erhöhung des Landesmindestlohns oder die Tariftreue eben keine zusätzliche bürokratischen Aufwände für die Lohnbuchhaltung. Sie sorgt nur dafür, dass eben insgesamt mehr bezahlt werden muss. Aber das ist ja auch gerade der Sinn der Übung. Und deswegen gibt es ja auch gerade öffentliches Geld, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und letzter Punkt, der bürokratische Aufwand steigt doch gerade dann, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht genug verdienen, damit sie von ihrer Arbeit leben können. Weil dann müssen sie aufs Amt, dann müssen sie Aufstockungsleistungen beantragen, dann müssen sie Mietzuschüsse beantragen und später als Rentnerinnen und Rentner müssen sie Grundsicherung beauftragen. Also sie merken, eine unzureichende Bezahlung löst einen ganzen Rattenschwanz von behördlichen Maßnahmen und von bürokratischen Maßnahmen aus. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Erhöhung des Landesmindestlohns und die Durchsetzung der Tariftreue nicht nur etwas, was wir den hart arbeitenden Menschen in unserer Stadt unbedingt schulden. Das ist auch das beste Bürokratieabbauprogramm, das es geben kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank.